Hi und herzlich willkommen wieder auf Björns YouTube-Welt. Ich heiße Björn und ich habe euch vor einiger Zeit ein Tutorial erstellt, in dem ich euch zeige, wie ihr den Google Chrome Browser herunterlädt und installiert, weil es ist ja so, dass manchmal, und das ist tatsächlich so und kein Clickbait oder irgendwas, dass wenn ihr das irgendwo in einer Suchleiste eingibt, dann kann es passieren, dass ihr auf eine Seite gelangt, wo ihr eine infizierte Datei herunterlädt und das ist halt nicht so zu empfehlen. Deswegen, wenn du das nicht weißt, wie das funktioniert, schau einfach in meiner Playlist nach. Dort ist das Video aufgeführt, wie installiere ich Google Chrome und dann kannst du das Schritt für Schritt schon mal für dich erstellen bzw. nachvollziehen, wie das Ganze funktioniert und kannst auf den Link, den ich dort aufführe, klicken oder eintippen, so dass du den Browser auch virenfrei herunterladen kannst und auch anschließend installieren kannst. Und in dem heutigen Video geht es darum, wir haben ja jetzt den Chrome Browser einmal installiert und ich zeige euch jetzt einfach mal die einfache Einführung, also mit meinen eigenen Worten, wie ich euch das erklären würde, wie der Chrome Browser am einfachsten zu verstehen ist. Und dafür wechseln wir jetzt auf den Computer. Ja, wir sehen jetzt hier erstmal meinen Tutorial-Account in meinem Windows 10 Rechner bzw. Windows 10 Laptop. Und zwar haben wir hier die ganzen Programme. Das ist das Programm, womit ich meine Bildschirmaufnahmen mache. Das ist OBS Studio. Dann haben wir hier den Standardbrowser. Das ist einmal Microsoft Edge und Google Chrome sowie Firefox haben wir hier als Verknüpfung aufgeführt. Wir wollen ja heute mit Google Chrome arbeiten. Dafür müssen wir jetzt einmal einen Doppelklick machen, also einen schnellen Klick mit der linken Maustaste auf Google Chrome und dann öffnet sich der Browser. In der oberen Zeile sehen wir sofort, dass Google Chrome ist nicht als dein Standardbrowser festgelegt. Dann können wir den hier als Standard festlegen. Das bedeutet einfach, dass wenn du Links öffnen willst oder Dateien, zum Beispiel PDF-Dokumente, das kann Google Chrome und Edge mittlerweile auch von Haus aus, dann können wir hier das Ganze als Standardprogramm festlegen. Dafür klicken wir jetzt einfach mal hier drauf und dann öffnet sich hier eine Windows-Einstellung oder ein Einstellungsfenster und dann haben wir hier unten aufgeführt, der Webbrowser ist jetzt gerade Microsoft Edge. Und dort wählen wir jetzt hier Google Chrome aus und jetzt ist das hier unser Standardbrowser. Manchmal ist das so, da kommt dann noch ein Pop-up, da müsst ihr aufpassen, was ihr da anklickt, weil das mit den Farben, was man intuitiv sofort wählen würde, würde dazu führen, dass ihr wieder den Edge-Browser als Standard verwendet. Das wollen wir nicht, wir wollen ja den Google Chrome-Browser verwenden, deswegen nimmt das ohne den bunten Rahmen. Das kommt nicht mehr, weil ich das schon mal ausprobiert habe, bevor ich euch das zeige, kann ich leider nicht ändern. So, jetzt schließen wir das Fenster. Und dann sind wir wieder in Google Chrome. So, jetzt sehen wir hier erstmal, in der Mitte steht hier ganz groß Google. Hier haben wir eine Suchleiste und dann haben wir auch einen Webstore für irgendwelche Erweiterungen, die wir da hinzufügen können. Dazu mache ich dann später mal einen Teil für euch. Wir können Google Chrome hier unten anpassen, Farbe und Hintergrund. Hier oben haben wir so viele kleine Buttons, da haben wir Google Apps. Die sind in diesem Browser mit integriert. Da könnt ihr dann so einige Sachen ausführen, wie zum Beispiel YouTube. Da können wir drauf gehen. Das ist wie so eine Abkürzung, dass ihr das nicht eintippen müsst. Und dann kommen wir hier schon nach YouTube. Dann haben wir hier die Möglichkeit, Bilder zu suchen. Und dann haben wir Google Mail. Da können wir dann unseren Account hinzufügen und damit E-Mail schreiben. Hier oben haben wir die Adressleiste, aber es ist nicht nur eine reine Adressleiste, sondern wir können da auch Suchwörter eingeben. Wir können dann zum Beispiel auch eingeben, was ist YouTube und dann können wir hier das akzeptieren, kommen wir ja nicht drum rum und dann wird uns hier aufgeführt, was Google alles über YouTube weiß. Wir sehen jetzt zum Beispiel, was das für ein Unternehmen ist und ein paar Logos und was ihr da enthalten habt in diesen in dieser Plattform und wofür das alles da ist, wo der Firmenstandort ist und alle mögliche Informationen. Wenn wir aber jetzt YouTube öffnen möchten, dann reicht es zum Beispiel auch aus, wenn wir jetzt hier oben einfach nur YouTube eingeben und dann wird uns hier oben schon aufgeführt, dass das YouTube ist. Da können wir drauf gehen und dann haben wir auch den Weg nach YouTube gefunden. In dem nächsten Schritt schauen wir uns mal an, wie wir ein weiteres Fenster machen können, beziehungsweise einen neuen Tab, weil alles, was wir hier oben haben, das nennt man Tabs. Wir können einen Tab anklicken und es in ein extra Fenster. Dazu klicke ich es an und ziehe es einfach herunter und dann können wir ein neues Google Chrome Fenster aufmachen mit einem eigenen Tab und dort können wir auch wieder weitere Tabs erstellen. Wir können aber auch hingehen und das Ganze wieder in diesen Browser hier eigentlich reinschieben. Wenn man jetzt sagt, wir wollen das haben und
ja, und dann immer so weiter und so fort. Das ist halt ziemlich aufwendig, das jetzt euch nochmal zu zeigen. Aber wir könnten hier mehrere Fenster öffnen mit eigenständigen Tabs, die ihr haben möchtet. Wir können auch hier oben drauf gehen und dann sehen wir den Verlauf, was wir jetzt gerade so geöffnet haben. Wir kommen bei Google Chrome. Das ist die Einführung, die ihr normalerweise seht. Und dort wird uns das auch nochmal erklärt. Lesezeichen für deine Lieblings-Apps. Das werden wir jetzt einfach mal machen. Und dann können wir hier auch unseren Hintergrund auswählen. Und dann sieht das Ganze anders aus. Und dann können wir das Ganze auch zum Beispiel auf unser Smartphone, unser iPhone oder unser Android-Smartphone hinzufügen, weil diese Google Chrome Browser-App ist auch für alle Mobilgeräte verfügbar. So, das machen wir jetzt mal. Um das Ganze zu synchronisieren, müsst ihr natürlich auf euren Smartphone oder euren iPhone die App auch geöffnet haben. Und man kann sich dann mit demselben E-Mail-Konto und mit eurem Microsoft-Konto und dem gleichen Passwort, ist natürlich klar, auf beiden Geräten anmelden und dann alles synchronisieren. Das bedeutet, dass wenn ihr jetzt hier Favoriten angelegt habt, wie zum Beispiel YouTube, ne, und dann haben wir hier youtube.com. Das könnt ihr auch später anders machen, das zeige ich euch auch, wie das geht. Dann würde sich das Ganze, was ihr hier seht, auch auf einem anderen Gerät synchronisieren. Das ist zum Teil auch ziemlich einfach und zum Vorteil, wenn ihr irgendwelche Seiten später nochmal öffnen möchtet oder häufig die Seiten, die ihr öffnet, auf allen Geräten haben möchtet, damit ihr dann auch wirklich auf dem neuesten Stand seid, auf allen Endgeräten, wo ihr Google Chrome benutzen möchtet. Wir haben jetzt auch gerade Favoriten angelegt, die finden wir jetzt hier oben. Wenn wir da drauf gehen, gut, hier ist es ein schlechtes Beispiel. Dann seht ihr eigentlich immer hier so einen kleinen blauen Stern aufleuchten. Das ist ein Favoritenstern, denn jedes Fenster, was ich jetzt zum Beispiel web.de, wenn ich das jetzt hier aufrufen würde, könnte ich mir hier einen blauen Stern setzen und dann kann ich dann dieser Seite in meiner Lesezeichenliste einen Namen geben. Da reicht es zum Beispiel aus, wenn ich jetzt hier web.de einfach verwende. Den ganzen anderen Text, den braucht man eigentlich nicht. Und wir können den Standort des Lesezeichens auswählen. Dafür können wir hier draufklicken. Da haben wir einmal die Lesezeichenleiste. Das ist die Leiste, die wir hier oben haben, wo ihr jetzt Gmail, YouTube, Maps und Web.de habt. Das möchte ich jetzt zum Beispiel nicht. Dann kann ich einen neuen Ordner auswählen und schreiben meine Lesezeichen. Und dann kann ich hier sagen, erstelle mir das mal in der Lesezeichenleiste oder weitere Lesezeichen. Dann kann ich dann jetzt hier Copy einen neuen Ordner erstellen, weitere Lesezeichen, meine Lesezeichen, Name des Lesezeichens kann ich hier sagen web.de. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, weitere Lesezeichen, meine Lesezeichen, web.de. Das hat natürlich den Vorteil, damit ihr dann hinterher, wenn ihr viele Favoriten habt, es gibt Menschen, die sammeln Favoriten wahrscheinlich wie Briefmarken. Jetzt können wir zum Beispiel auf gmx.de gehen und sagen, okay, ich speichere das jetzt ab und kann jetzt hier sagen, ich mache jetzt wieder einen anderen Ordner, kann einen neuen Ordner machen. Das ist natürlich jetzt hier ungünstig gewählt. Man kann den aber auch wieder löschen. Man kann das dann hier blau markieren und dann kann man hier einen neuen Ordner erstellen. Dann kann man gmx-Ordner. Ja, mit Tippwähler ist jetzt auch nicht schlimm. Den könnten wir hier erstellen. Und wenn wir jetzt hier auf Lesezeichen gehen, dann haben wir den GMX-Ordner und da ist auch GMX enthalten. Wir können das Ganze auch wieder hier löschen und dann sind diese ganzen Ordner oder die ganzen Favoriten gelöscht. Wir können aber auch Favoriten einzeln löschen. Und wenn wir dieses Lesezeichen jetzt entfernen möchten, dann klicken wir einfach auf den Stern und können sagen, so, ich möchte das hier entfernen und dann ist das auch schon da raus. Und wenn wir jetzt hier drauf gehen, ist da nichts enthalten. Jetzt machen wir uns wieder die leere Seite auf. Wir sehen jetzt hier ist ein Mikrofon abgebildet. Würde ich da jetzt drauf drücken? Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie Auswirkungen hat mit meiner Bildschirmaufnahme. Kann sein, dass das dann gleich nochmal neu gestartet werden muss. Wir versuchen es mal. Dann müssen wir das Ganze zulassen. YouTube. Und dann können wir auch mittels Sprache halt die Suche anregen. Natürlich müsst ihr da deutlich sprechen. So perfekt ist das noch nicht. Aber ihr habt gesehen, es funktioniert. Ich kann auch sagen, zum Beispiel Deutschlands aktueller Bundeskanzler. Und da wird uns das hier auch angezeigt. Das ist ein cooles Feature. Auch Produkte, die ich jetzt in die Kamera halten würde oder lade eine Bilddatei hoch. Ich kann jetzt auch sagen, Nudeln gehen jetzt hier drauf. Wählen uns die Datei vom Desktop aus, zum Beispiel hier Nudeln und sagen, öffne das mal. Und dann öffnet Google Lens mir dieses Bildchen mit Nudeln, hat erkannt, dass das Nudeln ist. Und dann können wir auch hier Nudeln kaufen, anschauen.
alles Mögliche, was mit Nudeln zu tun hat. Das ist die erweiterte Suchfunktion von Google. Sie wird immer wieder erweitert. Jetzt gehen wir erstmal auf das Feld der Einstellungen. Und zwar klicken wir hier oben rechts auf die drei Punkte. Und dann können wir hier auf Einstellungen gehen. Und da haben wir die ganzen Einstellungen für diesen Browser. Und natürlich sind wir hier wieder bei der Synchronisierung aktivieren. Dafür müssten wir uns dann natürlich auf andere Geräte mit Accounts anmelden. Wir haben uns ja hier noch gar nicht angemeldet. Wir können jetzt hier die Autofill-Funktion nutzen. Da haben wir einen Passwortmanager und unsere gespeicherten Passwörter werden dann hier angezeigt. Und wir können unsere Passwörter dann hier alle aufrufen, indem wir dann uns mittels Windows PIN oder Passwort einloggen und dann wird uns das Ganze aufgeführt. Wir haben noch keine hier drin. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel eins hinzufügen, Beispiel Nutzername, Nutzer, Passwort 12345, natürlich andere Passwörter und dann können wir dann beispiel.de, können wir das Ganze hier so verwenden. Und das könnte mit jeder Webseite so machen, auch wenn ihr euch einloggt, könnt ihr sagen speichern. Und dann wird das alles hier aufgeführt. Wenn wir jetzt wissen möchten, wie das hier lautet, dann können wir hier drauf gehen und sehen dann unser Passwort. Wir können das Passwort hier kopieren in unsere Zwischenablage, damit wir dann später mit einem Rechtsklick das Ganze einfügen können. So wie wenn wir jetzt hier rechtsklicken, können wir einfügen. Ja, das heißt, wir klicken jetzt hier drauf und hier ist dann halt einfügen. Da kommt dann unser Passwort hier rein. Das sind natürlich dann für das Feld, wo ihr euch einloggen möchtet, eine Vereinfachung. Wir können Notizen hinzufügen, was das Ganze ist. Wenn ihr jetzt hinterher ja noch eine Information haben möchtet oder der Übersichtshalber, wofür das ist. Das Ganze können wir aber auch wieder rauslöschen, wenn wir das nicht möchten. Und dann kann man das hier einmal bestätigen. Wir können gespeicherte Passwörter importieren. Dann gibt es die Möglichkeit, über Passwortmanager sich eine Liste erstellen zu lassen. Und das Ganze können wir dann auch noch importieren. Ob das alles immer so sinnvoll ist, das möchte ich euch jetzt hier nicht beurteilen. Mir geht es darum, euch das einmal hier zu zeigen. Dann haben wir die Datenschutzoption. Und zwar, ihr seht, die Liste ist ganz schön lang. Und wir können hier unsere Browserdaten löschen, wenn ihr nicht möchtet, dass jemand rumschnüffelt, was ihr gemacht habt. Es ist aber so, dass das jetzt nicht irgendwie für Polizei und Sicherheitsdienst alles löscht, sondern einfach nur so standardmäßig für die Nutzer, für den darauffolgenden Nutzer, zum Beispiel ein Internetcafé, wäre dann der Speicher, der Zwischenspeicher gelöscht. Das können wir dann hier einmal machen und dann sind 36 MB gelöscht. Datenschutzleitfaden, Cookies und Webseiten. Wir können sagen, was wir für Cookies hier akzeptieren möchten. Wir möchten keine. Da kriegt ihr halt Probleme, wenn ihr auf manche Seiten wollt. Da lassen die sich halt nicht richtig öffnen. Drittanbieter-Cookies blockieren. Da könnt ihr eure eigene Einstellung setzen, wie ihr das gerne haben möchtet. Dann haben wir hier noch das Feld Leistung. Das ist jetzt neu. Was heißt neu? Dieser Energiesparmodus, den gibt es seit Anfang 2023. Da können wir einmal den Arbeitsspeicher sparen. Wenn ihr jetzt ein Gerät habt, was für Einsteiger gedacht ist und das Gerät nicht viel Arbeitsspeicher hat, dann könnt ihr hier den Haken setzen bzw. den Schieber auf blau, dann ist das aktiviert. Dann versucht Chrome Arbeitsspeicher zu sparen. Weil Google Chrome ist schon ein bisschen gierig mit Arbeitsspeicher, das muss man sagen. Wenn ihr jetzt manche Webseiten öffnet, dann kann es auch sein, dass irgendwelche Animationen und visuelle Effekte oder Video-Frame-Raten, das heißt, dass da halt ein Video ganz viele Bilder erzeugt, mehr als das Auge sehen würde oder mehr als für ein Video eigentlich benötigt wird, dann könnt ihr das Ganze hier einen Haken setzen und dann wird dann hier gespart. So, das kann man nur bei Akkustand von 20% oder aktivieren, wenn mein Computer vom Stromnetz getrennt ist. Das ist halt für mobile Geräte gedacht, diese Einstellung. Ich habe das aktiviert. Schön wäre es, wenn man das auch permanent aktivieren könnte. Vielleicht kommt das ja noch irgendwann mal. Ja, und dann haben wir jetzt hier noch den Bereich Darstellung. Da können wir dann uns erstmal auswählen, was wir hier für eine Darstellung haben möchten. Und zwar können wir den Chrome Webbrowser, den können wir hier einmal öffnen und da können wir uns hier Designs und Erweiterungen raussuchen. Das ist alles Geschmackssache, wenn ihr sagt, so ich stehe jetzt hier so richtig schön auf irgendwelche Autos, dann nehme ich mir das. Oder wenn ich ein dunkles Design haben möchte, hier gibt es halt für jeden verschiedene Color-Themes und ja, Tierkreise gibt es wohl auch. Ja, es gibt alles Mögliche, also das ist für jeden vielleicht irgendwas dabei. Das können wir jetzt auch wieder schließen. Aber wir fangen jetzt erstmal an, wir nehmen jetzt hier einfach mal den Dark Mode, die sind immer sehr beliebt, fügen das einmal hinzu. Und dann habt ihr gesehen, hat sich das Ganze jetzt hier verändert. Normalerweise ist das so, dass dann alles wirklich schwarz werden sollte. Wir schließen mal hier die Einstellungen, vielleicht liegt es daran, dass wir da gerade drin sind. Eigentlich müsste das dann auch schwarz sein, ist aber gerade nicht. Ja, dann können wir jetzt hier Schaltfläche Startseite anzeigen. Das können wir aktivieren oder nicht.
Unsere Schriftarten können wir anpassen, auch die Größe und wie wir das gerne hätten, das kann man hier alles einstellen. Auch den Seitenzoom, das zeige ich euch mal. Da gibt es aber einen anderen Trick, den ich gerne verwende, weil manchmal ist das halt ein bisschen zu unübersichtlich für mich. Wir gehen jetzt einfach mal dahin und sagen, was ist YouTube nochmal? Was ist YouTube? Und dann haben wir ja hier eine Seite mit ganz vielen Suchergebnissen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, so, das ist mir zu klein, dann drückt ihr die STRG-Taste unten links auf eurer Tastatur und habt eine Maus mit Mausrad, dann könnt ihr einfach mal die STRG-Taste gedrückt halten und mit dem Mausrad einmal ja, zurück und einmal nach vorne und probiert es einfach mal aus. Wir sehen hier oben rechts, hier haben wir dann so 100, 110%. Das ist dann das, was wir haben gerade an Zoom-Faktor. Wir können das mit zurücksetzen, wieder auf 100% einstellen. Dann ist das so die Standardeinstellung. Ansonsten könnt ihr halt vergrößern oder verkleinern. Jetzt gehen wir nochmal auf die Einstellungen und schauen mal nach, was wir hier denn noch an Darstellungsmöglichkeiten haben. Das ist der Seitenzoom, den können wir ja manuell als Standard anpassen. Wir können jetzt sagen, 125% ist jetzt hier unser Standard. Wir können jetzt hier zoomen, gehen auf Zurücksetzen und er macht es dann auf 125, falls das eure bevorzugte Einstellung ist. Ansonsten können wir das auch wieder normal hier auf 100 setzen. Ja, ich habe euch jetzt ein bisschen etwas gezeigt über den Google Chrome Browser. Und zwar habe ich euch ein bisschen gezeigt, wie das mit den Passwörtern funktioniert, wie ihr Favoriten anlegt, in Ordner verschiebt, ein bisschen die Darstellung ein bisschen verändert. Jetzt nichts Aufwendiges, was ihr oben mit der Suchleiste machen könnt, dass das zum Beispiel geeignet ist, um Personen, Gegenstände etc. zu suchen oder aber auch explizit eine Internetseite zu öffnen. Ich habe euch auch gezeigt, wie ihr den Browser als Standard auswählt in Windows. Weil normalerweise ist ja der Standardbrowser der Edge-Browser von Microsoft selber. Viele sagen, der ist schlecht, viele sagen, der ist gut. Ich sage dazu gar nichts, das ist immer Geschmackssache, was ihr verwendet. Manche Browser haben halt gute Funktionen, manche halt nicht. Und jeder sollte halt das wählen, womit er am besten klarkommt. Und ich hoffe, dass ich dir weitergeholfen habe mit diesem kurzen Video. Du kannst auch gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren. Aktiviere einfach die Glocke, dann bekommst du eine Benachrichtigung, wenn du keins meiner Videos verpassen möchtest. Ansonsten schau einfach mal in meinen Playlists nach, was ich denn sonst noch für Tutorials über Google Chrome gemacht habe. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Abonnieren auf YouTube ist kostenlos und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Björn.